Ja, sehr geehrter Professor Kaschke, sehr geehrter Professor Kanter, sehr geehrter Professor Haug, lieber Herr Dr. Schütte und vor allen Dingen auch liebe Frau Bendig, liebe Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren. Sie haben es eben erwähnt, dieser Termin ereilte mich plötzlich. Aber umso mehr freue ich mich, hier sein zu können. Ich komme gleich nochmal drauf, weil ich, bevor ich mal Bundesminister für Arbeit und Soziales wurde, viele Jahre lang Wirtschafts-, Energie-, Bildungs- und Forschungspolitik gemacht habe. Ich habe mit Herrn Schütte in anderer Funktion eng zusammengearbeitet, der damals beamteter Staatssekretär im Bundesforschungsministerium war. Und ich finde, eigentlich ist es für einen Arbeitsminister auch keine schlechte, ich sag mal, grundständische Ausbildung, wenn man sich mit Wirtschaft und mit Forschung vorher beschäftigt. Ich komme gleich noch mal drauf. Aber Sie haben mitbekommen, der Bundeskanzler ist in Regierungsgeschäften, ganz konkret in Verhandlungen des Koalitionsausschusses. Und der liebe Gott ist ja ein humorvoller Mensch. Und deshalb ist das Motto dieses Forschungsgipfels 2023 auch das Motto des Koalitionsausschusses, nämlich Blockaden lösen und Chancen nutzen. Das Signal von hier aus ins Kanzleramt ist, glaube ich, auch deutlich angekommen. Und so habe ich das Privileg, heute beim Forschungsgipfel zu sein und mit Ihnen über die Bedeutung von Innovationen für die Transformation unserer Gesellschaft, mich mit Ihnen auszutauschen. Meine Damen und Herren, Innovationen sind der Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Der Klimawandel, die Digitalisierung und die Globalisierung erfordern neue Lösungen, um unsere Wirtschaft nachhaltiger, gerechter und effizienter zu gestalten. Soweit so vorhersehbar, werden Sie denken. Und das ist auch richtig, denn dieses Zitat ist nicht von mir, sondern es ist aus der virtuellen Feder von ChatGPT, der womöglich bahnbrechenden KI-Anwendung. Aber keine Sorge, ab jetzt geht das ohne ChatGPT weiter. Und das nicht etwa deshalb, weil ich das nicht für eine bahnbrechende Erfindung halte, die faszinierend ist. Und der Ethikrat hat ja vor kurzem darauf hingewiesen, dass KI menschliche Entfaltung nicht vermindern soll, sondern unterstützen soll. Sondern das Zitat ist so vorhersehbar und langweilig, weil ChatGPT zumindest bislang auf Informationen aus der Vergangenheit zurückgreift. Ich will aber heute mit Ihnen auch recht konkret über die Zukunft reden. Die Zukunft unseres Landes als Standort für Forschung, für Entwicklung, für Hochtechnologie und Innovation. Die Transformation, von der so viel die Rede ist, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft bewegt und bewegen soll, ist von der Dimension her und auch von der Geschwindigkeit wahrscheinlich nur zu vergleichen mit der ersten industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Und genau diese erste industrielle Revolution, befeuert vor allen Dingen damals auch durch technische Erfindungen der Dampfmaschine, der Lokomotive, dem Telegrafen und vielem anderen mehr, steht und gilt als Transformation von heute, von Wirtschaft und Gesellschaft mit den Innovationen, die wir hervorbringen. Damit ist die Größe dieser Aufgabe skizziert, die vor uns liegt. Oder um es wissenschaftspolitisch auszudrücken, das ist die ganz, ganz große Mission, an der wir uns orientieren müssen und an der wir arbeiten müssen. Aber die erste Frage stellt sich schon, wer ist eigentlich wir? Ich glaube, wir meint, wenn wir es richtig machen, und dafür ist dieser Forschungsgipfel ein ganz guter Ort, Wissenschaftlerinnen und Forscher, ihre Erkenntnisse in Dienst der Transformation unseres Landes stellen. Und wir meint auch Unternehmen, von Global Playern wie SAP, Frau Bendig, bis zu produzierenden mittelständischen Unternehmen, hier den Champions, die Weltmarktführer sind, aber die für 60% der Investitionen das deutsche Innovationssystem stehen. Und wir meint natürlich auch den Staat, die Politik, auf Ebene von Bund, Ländern der Europäischen Union, die einen Rahmen setzen müssen, damit Forschung und Entwicklung auf Weltklasseniveau auch in Zukunft hier in Deutschland stattfindet. Deshalb haben wir als Bundesregierung mit dem Zukunftsrat ein Gremium geschaffen, mit dem diese Partner, Verantwortliche also aus den drei verschiedenen Bereichen an einem Tisch sitzen, um Themen beispielsweise wie Robotik oder Biotechnologie gemeinsam voranzutreiben. Eine zentrale Rolle in der Regierungsarbeit spielt für uns auch die Allianz für Transformation. Und auch die hätte sich heute treffen müssen. Sie wird sich auch treffen. Denn wir haben zu Beginn der Legislaturperiode auf Veranlassung von Bundeskanzler Olaf Scholz diese Transformation ins Leben gerufen, um sehr, sehr konkret
und auch im Detail zu besprechen, wie wir die Transformation und ich komme darauf, die notwendige Geschwindigkeit, die Sie angesprochen haben, dafür auch auf die Straße bringen. Also konkret, wie wir bis zum Jahre 2030 beispielsweise 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen und wie wir bis 2045 klimaneutral werden und zugleich ein starkes Industrieland bleiben, das die Technologien entwickelt, die am Ende auf der ganzen Welt mithelfen, Klimaneutralität zu erreichen. Im Rahmen der Allianz für Transformation haben wir Expertinnen und Experten um ihre Einschätzung gebeten, was zu tun ist, um das deutsche Innovationssystem weiterzuentwickeln. Und die erste und klare Botschaft ist, Deutschland hat durchaus große Stärken, die wir massiv ausbauen müssen. Wir haben Stärken, die wir massiv ausbauen müssen. Ich sage das auch deshalb, weil manchmal der Tenor, wenn wir unser eigenes Land betrachten, bei allen Notwendigkeiten auch eine kritische Analyse zu machen, wo wir nicht gut sind, einen Jammerton angeschlagen hat, der die Zuversicht nicht hervorbringt, die wir brauchen, um diese Stärken auszubauen. Dazu zählt, dass wir im internationalen Vergleich hohe und, ich betone, auch steigende Investitionen haben. Im Koalitionsvertrag haben wir beschlossen, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und bei aller Debatten um Bundeshaushalte kann ich Ihnen deutlich sagen, das gilt. Dazu zählen die Investitionen forschungsstarker Unternehmen, breit aufgestellte Forschungsverbünde und auch wirtschaftsnahe Cluster. Ich habe in der langen Vorbereitung, also gestern, gelesen, dass Professor Robert Schlögl heute Nachmittag hier sprechen wird. Vielleicht wird er auch etwas über das Projekt Carbon to Chem sagen. Also die Idee, die dahinter steht, aus Hüttengasen in der Stahlproduktion diese so wiederzuverwerten, aufzuarbeiten, dass sie von der chemischen Industrie zu Dünger, zu Treibstoff oder Kunststoff weiterverarbeitet werden. Das ist keine Idee nur. Wissenschaftlich ist dazu alles gesagt, sondern die Idee wird Realität. Und sie ist Realität geworden, weltweit einmalig in Duisburg bei ThyssenKrupp. Und zwar auf dem Weg dorthin, weil Wissenschaft, die Stahl-, die Chemieindustrie, die Bundesregierung Hand in Hand gearbeitet haben. Und ich nehme das mal pass pro toto. Wenn man will, geht das. Und wenn man will, geht das sogar schnell. Schließlich zählt zu den Stärken, die wir haben, nicht nur hervorragende Grundlagenforschung. Da sind wir herausgefordert, weil andere auch nicht auf dem Baum schlafen. Aber wir haben sie. Sondern es geht nach wie vor um die Frage, wie wir aus guter Grundlagenforschung Anwendungsorientierung machen. Das Beispiel, das in diesem Zusammenhang schon oft erzählt wird, beeindruckt mich aber nach wie vor, meine Damen und Herren. Und Sie werden es erwarten, das ist das BioNTech-Beispiel, der weltweit zuerst zugelassene Impfstoff gegen Covid-19. Da ist aus jahrzehntelanger Grundlagenforschung auf einmal etwas revolutionär Neues geworden und hat uns den Weg aus der Covid-Krise gebahnt. Die Frage ist, meine Damen und Herren, warum ist es eigentlich gelungen? Was sind die Erfolgsfaktoren, an denen wir lernen können, wie es vielleicht auch in anderen Bereichen schneller geht? Dieser Aufbruch ist gelungen, weil ein Team von Forschern spontan die Richtung geändert hat. Sie alle wissen, dass die Forscherinnen und Forscher, die das in Mainz entwickelt haben, eigentlich den Krebs besiegen wollten. Die haben aber ihre Grundlagenforschung spontan, und das zeigt den Ideenreichtum, anders gelenkt und damit ein Produkt gemacht. Der zweite Erfolgsfaktor, und das betrifft die Wirtschaft, ist, weil Investoren an einen solchen Erfolg geglaubt haben. Es brauchte sehr, sehr viel Geld. Und der dritte ist, um einmal unseren, entschuldigen Sie, ich bin aus Niedersachsen, oft zu Recht als lahmarschig bezeichneten politischen Betrieb anzusprechen, Politik hat bei der Zulassung und dem Aufbau von Impfzentren schnell und flexibel reagiert in dieser Krise. Also in der Krise geht's. Und die Frage ist, ob wir aus dieser Krise für die Transformation Ableitungen machen können, die wir brauchen können. Und ich will das mal in der Relation setzen, um deutlich zu machen, was das eigentlich für eine wahnsinnige Geschwindigkeit war, in der das gelungen ist. Zu Beginn der Pandemie hieß es, Sie werden sich erinnern, die Entwicklung eines Impfstoffes bis zur Markteinführung dauert 10 bis 15 Jahre. Das ist das, was wir im April 2020 in der Pandemie-Hochphase, seit Januar ging das ja richtig los, damals gehört haben. Am Ende waren es nicht 15 Jahre, sondern wenige Monate.
Und ich finde, meine Damen und Herren, das muss uns zu denken geben, darauf müssen wir reagieren, davon müssen wir lernen, aber es sollte uns auch ermutigen. Es zeigt nämlich, es geht, wir sind Weltspitze, wenn die Räder richtig ineinander greifen. Aber vor allen Dingen zeigt es eins, und das ist die Ableitung Speed Matters, es kommt auf das Tempo an. Wir müssen in Deutschland schneller werden und wir werden schneller. Und damit komme ich zu meiner zweiten Botschaft heute, meine Damen und Herren. Wer hätte geglaubt, dass wir innerhalb von nicht mal einem Zeitraum von 10 Monaten vollständig von Energielieferungen aus Russland loskommen? Auch das ist etwas, was vor einem Jahr viele mit einem großen Fragezeichen versehen hätten, weil allein was Gaslieferungen betrifft, bekanntermaßen wir eine Abhängigkeit von 50% an Importen von russischem Gas hatten, zusätzlich zu Öl, die wir seit Ende des Jahres nicht mehr nutzen, und auch Kohlelieferungen. Das zeigt auch, dass, wenn es darauf ankommt, wir dazu in der Lage ist, völlig neue, zum Beispiel Importstrukturen aufzubauen, die wir übrigens zukünftig auch für Wasserstoff nutzen können. Sie kennen die Beispiele, die LNG-Terminals an der deutschen Nord- und Ostseeküste, die in wirklich rasender Geschwindigkeit unter den Bedingungen einer Demokratie aufgebaut werden. Ja, es ist richtig, diese Ableitung will ich ganz deutlich machen, dass wir im Gegensatz zu anderen Wirtschafts- und Wissenschaftsregionen auf der Welt immer ein, zwei Restriktionen haben werden. Wir sind keine Diktatur. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat nach Artikel 19 Grundgesetz die Möglichkeit, sich vor Gerichten, auch vor Vergewaltungsgerichten, gegen staatliche Entscheidungen zur Wehr zu setzen. Aber es ist keine Ausrede für Langsamkeit. Und das Beispiel der LNG-Terminals zeigt, dass es geht. Und dass es übrigens auch rechtsstaatlich geht. Wasserstoff ist übrigens ein ganz gutes Stichwort, denn auch hier brauchen wir und müssen und machen wir Tempo. Wir bauen in Deutschland innerhalb der nächsten 7 Jahre 10 Gigawatt Elektrolyseleistung auf. Und das sehr eng koordiniert mit der deutschen Wirtschaft. Und auch das ist eben Thema dieser Allianz für Transformation. Und parallel dazu bauen wir gerade die ersten kommerziellen Wasserstofflieferketten weltweit auf, mit Dänemark, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Australien, mit Chile und perspektivisch auch mit Kanada und vielen anderen Ländern. In Pilotprojekten testen wir, wie E-Fuels aus Wasserstoffprodukten, die durch Offshore-Wind von der Nordsee gewonnen werden, und Projekte in der Stromproduktion werden unmittelbar folgen. Und so ist kein Wunder, dass Deutschland und dass Europa bei dieser Zukunftstechnologie tatsächlich auf Platz 1 bei den Anmeldungen von Patenten und auf steht, also Europa insgesamt, und dass jedes 10. Wasserstoffpatent weltweit aus Deutschland stammt. Nun habe ich heute Morgen auch den Deutschlandfunk gehört und Sie möglicherweise auch. Und wir haben beim Thema Patentanmeldungen durchaus etwas verloren in den letzten 10 Jahren. Das betrifft vor allem den digitalen Bereich und die Tatsache, dass Patentanmeldungen aus den USA uns da weit überflügeln. Aber wir können uns auch darauf beziehen, dass wir, wie gesagt, bei den Zukunftstechnologien in Sachen Wasserstoff in Europa und in Deutschland eben nicht im Hintertreffen sind. Was uns jedoch nicht passieren darf, meine Damen und Herren, um die negative Seite auch deutlich zu beleuchten, ist das, was uns vor 10 Jahren in der Solarindustrie passiert ist. Auch da war Deutschland einst Weltmarktführer. Sie alle wissen, wie es heute aussieht. Und deshalb müssen wir beim Wasserstoffhochlauf von Anfang an Hand in Hand arbeiten, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und diese Zusammenarbeit will ich heute gern auch im Namen der Bundesregierung in dem Kreis derjenigen, um die es ja eigentlich geht, wenn es um Zusammenarbeit geht, ausdrücklich zusagen. Und noch mehr, auch was die Windkraft und die Photovoltaik angeht, wollen wir wieder zurück an die Spitze, die wir verloren haben. Und das hat wirtschaftliche Gründe. Dabei geht es aber eben auch um technologische Souveränität und darum, riskante Abhängigkeiten wie bei Solarpanelen zu beenden. Übrigens, ein Team des Helmholtz-Zentrums hier in Berlin hält seit Dezember den aktuellen Weltrekord für die Effizienz einer Solarzelle. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und schon im Januar haben erste Unternehmen die Produktion von kommerziellen Prototypen in diesem Bereich angeworfen. Das ist das Tempo, meine Damen und Herren, das wir brauchen. Das ist das Tempo, das ich meine. Und wir wollen und werden das als Bundesregierung flankieren. Dabei geht es darum, Forschungsergebnisse schneller in Anwendung zu bringen. Und konkret, die Agentur für Sprunginnovation erkennt solche Ideen,
die den Markt revolutionieren und fördert sie gezielt. Die guten Erfahrungen, die wir mit den Reallaboren gemacht haben, werden wir übrigens in diesem Jahr noch ins Gesetz bringen. Herr Schütte, ich kann mich erinnern, dass wir bei der Agentur für Sprunginnovationen mal Koalitionsverhandlungen miteinander geführt haben. Ich bin froh, dass es auf dem Weg ist. Damit wollen wir Forscherinnen und Forschern ermöglichen, neue Technologien unter Realbedingungen zu erproben, ohne an gesetzlichen Hürden zu scheitern. Deshalb ist es notwendig, dieses Gesetz für die Reallabore zu machen. Eine Experimentierklausel und die Begleitung durch Behörden soll dafür einen sicheren Rahmen schaffen. Und, meine Damen und Herren, wir werden eine Vision gleich selbst umsetzen, nämlich mit der Start-up-Strategie, die wir auf den Weg bringen. Sie erleichtert Ausgründung aus der Wissenschaft, sie finanziert Start-ups und sie hilft dabei, risikofreudige und kreative Kultur der Start-up-Szene noch stärker in Deutschland auch zu entfalten. Um das Volumen zu nennen, über den Zukunftsfonds stellen wir im kommenden Jahr bis 2030 insgesamt 10 Milliarden Euro zur Verfügung, vor allen Dingen nicht für Gründungsfinanzierung, denn mein Eindruck ist, dafür gibt es schon ziemlich viel Programme und Möglichkeiten, sondern vor allen Dingen für die Wachstumsfinanzierung von Start-up-Unternehmen. Und auch auf europäischer Ebene müssen und werden wir Tempo machen. Das war übrigens zentrales Thema auf dem europäischen Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende vergangener Woche. Es geht also nicht nur um Streitereien, was die Frage betrifft, wann der Verbrennungsmotor ändert und wie man Elektromobilität auf die Straße bringt und welche Rolle E-Fuels da noch so spielen werden in der Pkw-Flotte, sondern es ging vor allen Dingen um das Innovationssystem. Denn es ist wichtig, dass wir in diesem Zusammenhang zum einen Verfahren beschleunigen, aber auch dafür sorgen, dass die europäischen Beihilferegelungen so angepasst werden, dass Investitionen und Investitionen tatsächlich auch im industriellen Maßstab sich entfalten können. Und meine Damen und Herren, ich will das an dieser Stelle vorweg sagen, das muss und ist auch ein Teil unserer Antwort auf den Inflation Reduction Act. Es ist nicht falsch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika massiv in grüne Technologien investieren. Falsch ist, wenn sie Buy American Clauses haben. Und darüber wird ja zwischen Kommission und den USA auch geredet. Aber falsch wäre es auch, wenn Europa das einfach zugucken geschehen lässt und nicht eine eigene Investitions- und auch Industriepolitik voranbringt. Ich will das sagen, weil mich das sehr bewegt. Wir sind tatsächlich herausgefordert in zweierlei Hinsicht. Zum einen dafür zu sorgen, dass diese Transformation auch so gelingt, dass wir noch was zum Transformieren haben. Und deshalb ist meine persönliche Überzeugung, jetzt rede ich mal nicht für die gesamte Bundesregierung, aber ich bin zuversichtlich, dass wir da auch einen Konsens hinbekommen. Wir werden, wenn wir das Ziel der Sektorkopplung erreichen wollen und des massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien, auf dem Weg dorthin in den nächsten Jahren aufpassen müssen, dass wir trotzdem nicht erleben, dass Investitionen woanders stattfinden, was zum Beispiel Grundstoffindustrien betrifft. Und deshalb ist meine Überzeugung, dass bei allen Entlastungen, die wir jetzt in der Krise geschaffen haben, nach der Abschaffung der EEG-Umlage, nach übrigens auch der Gas- und Strompreisbremse, für Grundstoffindustrien einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis brauchen. Denn sonst werden wir erleben, in der chemischen Industrie beispielsweise, aber auch in der Stahlindustrie und anderen Grundstoffindustrien, dass wir Wertschöpfung verlieren werden. Stück für Stück. Und mit dem Ergebnis, dass daran auch bezogene Forschung nicht mehr bei uns stattfindet. Meine tiefe Überzeugung ist, wir müssen das schaffen. Dieses Land, unsere Bundesrepublik Deutschland, hat es geschafft, über die letzten 20, 30 Jahre, im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften auch in Europa, eine industrielle Wertschöpfung von 22% zu behalten am Bruttoinlandsprodukt. 22%. Schauen Sie sich das in den großbritannischen, nicht mehr EU befindlichen Verhältnissen an. Das Vereinigte Königreich, unsere Freunde in Großbritannien, haben in der Vergangenheit sehr stark auf Dienstleistungen gesetzt, aber nicht auf industriebezogene Forschungsdienstleistungen und auch nicht auf soziale Dienstleistungen, sondern sehr fixiert auf Finanzdienstleistungen. Und wir wissen, auch das ist nicht immer resilient, wenn da so Finanzkrisen kommen. Und deshalb ist und muss unser Ziel bleiben, dass wir die Wertschöpfungsketten transformieren in diesem Land, aber eben industrielle Wertschöpfungsketten in diesem Land behalten. Deshalb bleibe ich dabei, auch wenn es altmodisch klingt, das geht von der Grundstoffindustrie bis zu den kleinsten Handwerksunternehmen, die wir in Deutschland brauchen.
Und deshalb ist dafür ein Erfolgsgarant die Tatsache, dass wir bezahlbare und sichere Energieversorgung in diesem Land herstellen. Das ist eine große Aufgabe. Und das heißt nicht, alles zu konservieren, aber es heißt dafür zu sorgen, dass wir die Brücke bauen, die dann tatsächlich trägt, wenn Energie billiger wird, dadurch, dass wir die Erneuerbaren so ausgebaut haben, dass sie auch real verfügbar ist. Sorry, das hat mich jetzt gerade als früher Wirtschafts- und Energiepolitiker ein bisschen überkommen, das ist außerhalb meines Manuskripts. Und weil ich gerade so schön in Fahrt bin, setze ich noch eins drauf. Das heißt aber auch, dass wir in der Europäischen Union wohlfeile reden über die Frage, wie wir Souveränität industrieller Natur gegenüber anderen Wirtschaftsräumen behaupten oder zurückerlangen, auch Konsequenzen haben muss. Auf rhetorischer Ebene ist das auf der Europäischen Unionsebene inzwischen gang und gäbe, dass man nicht zuguckt, wie China oder die Vereinigten Staaten aktive Industriepolitik machen und wir so tun, als würde das sich wettbewerblich alles von selbst bei uns ergeben. Das ist in der Zeit nicht zu schaffen. Wenn man aus guter Forschung und Entwicklung skalieren will im industriellen Maßstab, zum Beispiel, wenn es darum geht, in Salzgitter mit dem Salkos-Projekt der Salzgitter AG grünen Stahl zu produzieren, dann wird es nicht ohne das gehen, was man Projects of, wie heißt das, IPCIs nennt? Important Projects of Common Interests. Also, dass man sich von beihilferechtlichen Fesseln befreit, um es mal zu übersetzen, und Anschubfinanzierung leistet, damit Investments auch zu schultern sind. Das ist eine Überlebensfrage für unsere Industrie und für die Grundstoffindustrie. Das ist spät erkannt worden in Europa, aber hoffentlich nicht zu spät. Aber es muss jetzt auch aufhören, dass wir da im Klein-Klein bleiben. Um noch ein Stahlbeispiel zu machen, ich war vor kurzem in Eisenhüttenstadt bei ArcelorMittal. Die wollen auch mit einem anderen Verfahren im Übergang auf Wasserstoff setzen. Die kommen nicht in die IPCI-Richtung, die versuchen das über die berühmte Kübelliste für die Leute, die sich auskennen. Und das ist auch okay, weil sie einen anderen Ansatz haben. Aber es kann nicht sein, dass aus Europa mit Fragenkatalogen Investitionsentscheidungen in Aufsichtsräten so lange hingehalten werden, dass sie nicht stattfinden. Sondern es ist jetzt, es geht jetzt darum, auch auf dieser Ebene Fesseln zu lösen und Tempo zu machen. Das soll auch Teil sein des Green Deal Industrial Plans der Europäischen Kommission. Dazu zählt auch der Net Zero Industry Act, der Investitionen in genau die Industrien fördert und vereinfacht, die wir für die Klimaneutralität auch langfristig brauchen, wie beispielsweise die Photovoltaik, die Wärmepumpen, Elektrolyseure, auch CCS, um es deutlich zu sagen, Windkraftanlagen, Batteriezellen und so weiter. Damit müssen wir Europäer, wie gesagt, eine Antwort auf den Inflation Reduction Act geben und auch auf eine Politik, die nicht, Entschuldigung, nach dem No-Action-Talk-Only-Prinzip läuft, sondern die jetzt die Fesseln löst, damit das auch gelingt. Und damit, meine Damen und Herren, zur dritten und vorletzten Botschaft, die ich heute loswerden will. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auch um hier in Deutschland in eine klimaneutrale Zukunft zu investieren. Wir haben im letzten Jahr trotz der Krise oder gerade wegen der Krise sehr deutlich die Ausbaupfade abgesteckt, die wir für die erneuerbaren Energien brauchen. Wir müssen jetzt dafür sorgen und sorgen dafür, dass die Planungs- und Genehmigungszeiten etwa für Netze, für Wind, für Photovoltaikanlagen massiv reduziert werden. Wir haben es im letzten Jahr geschafft, der Kollege Habeck, sie zumindest im vergangenen Jahr zu halbieren. Das sind erste Erfolge, aber ich sage, es reicht noch nicht aus. Die Investitionen in Zukunftsforschung, in Ansiedlungen, die wir brauchen, brauchen auch da mehr Geschwindigkeit. Aber diese ersten Erfolge haben durchaus schon Folgen gehabt, die sich sehen lassen können. Ich möchte Ihnen praktische Beispiele nehmen. In Ehingen, in der Nähe von Stuttgart, steht der leistungsstärkste Quantencomputer Europas, eine Kooperation von IBM und der Fraunhofer Gesellschaft. Hier werden Batterien und Batteriestoffzellen modelliert, Algorithmen für Fertigung und Logistik berechnet. Und die gute Nachricht ist, dass Forschungsteams aus ganz Europa diesen Quantum System One nutzen. In Duisburg, um ein zweites Beispiel zu nennen, ist ein Zentrum für Batteriezellentechnik, die filtrieren CO2 aus der Luft heraus und verwandeln das in synthetisches Methangas um. Drittes Beispiel ist, Anfang Februar hat die amerikanische Firma Wolfspeed und das deutsche Unternehmen ZF
eine wegweisende Milliardeninvestition im Saarland gestartet. Hier entstehen Halbleiter der nächsten Generation aus Siliziumkarbid. Ende Februar hat der Chiphersteller Infineon ein neues Halbleiterwerk in Dresden angekündigt, in Silicon Saxony. Im Mai ist der Spatenstich eine Investition von 5 Milliarden Euro. Apple will insgesamt 2 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Zentrums für Chipdesign in München investieren. RWE plant in den kommenden 10 Jahren allein in Deutschland Investitionen von 15 Milliarden Euro in Wind- und Solarparks in Kraftwerke, die mit Wasserstoff produzieren. In Lauchhammer, in Untertürkheim, in Salzgitter, in Leipzig und an zig anderen Standorten im ganzen Land entstehen oder produzieren Fabriken Batterien, die für die Elektromobilität gebraucht werden. Sie werden jetzt vielleicht sagen, das sind einzelne Mosaiksteine. Aber ich glaube, dass daraus ein Bild für unser Land entsteht. Ein Bild des Aufbruchs und auch der Zuversicht, dass es uns gelingt. Und ein Bild, das deutlich macht, dass die Innovationskraft unseres Landes vorankommt. Meine Damen und Herren, ich könnte jetzt damit enden, aber ich muss Ihnen noch einen Gedanken dalassen. Weil diese gesamte Zuversicht neben der Frage, ob wir Produktion haben, ob wir Innovation haben, ob wir bezahlbare Energie haben, noch einen Faktor betrifft, der einen Arbeitsminister besonders interessiert. Nämlich, ob wir genug Menschen haben, die das alles können. Denn es ist richtig, dass wir nicht nur über Dekarbonisierung reden müssen, wenn wir über die Innovationskraft unseres Landes reden, dass wir nicht nur über Digitalisierung reden müssen, sondern dass das dritte D auch dazu kommt, nämlich über die Demografie dieses Landes zu reden. Hier sind ja nur junge Leute. Aber es ist eine Tatsache, dass ab 2025, also in knapp 2,5 Jahren, die Babyboomer-Generation in Rente gehen wird. Die geburtenstarken Jahre, die vor 64 geworden sind. Und wenn wir heute schon glauben, dass Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel, ich sage beides, unser Problem ist, dann kann ich Ihnen sagen, nee, das ist erstmal jetzt im Moment Ergebnis einer sehr guten Entwicklung, nämlich der höchsten Beschäftigungsquote, die wir in Deutschland je hatten. Trotz aller Krisen 46 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte. So viel Arbeit hat es noch nie im vereinten Deutschland gegeben. Und so viele Menschen in Arbeit. Ist das nicht eigentlich schön, dass wir die Massenarbeitslosigkeit hinter uns gelassen haben? Und dass wir trotz Covid-Krise und trotz Ukraine-Krieg keinen Tsunami am deutschen Arbeitsmarkt erlebt haben? Eigentlich eine gute Nachricht. Aber sie darf uns nicht in Sicherheit wiegen, denn das Arbeits- und Fachkräfteproblem kommt erst noch mit der Demografie. Und deshalb werden wir alle Register ziehen müssen, um auch diese große Mission zu erfüllen. Und alle Register zur Umsetzung der Innovationskraft dieses Landes zu nutzen, heißt dreierlei. Ja, Produktivitätsfortschritte, auch wissenschaftlichen Fortschritt, auch KI zu nutzen, um menschliche Arbeit in verschiedenen Bereichen so zu ersetzen, dass es einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leistet. Aber zweitens auch alle inländischen Potenziale zu nutzen, die wir haben, damit wir nicht einen gespaltenen Arbeitsmarkt haben, wo Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel zur Wachstumsbremse wird und auf der anderen Seite Menschen in der Transformation in der Ecke liegen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir morgen im Bundeskabinett und so viel zur Frage, ob die Ampel Fortschritt kann, das Qualifizierungs- und Weiterbildungsgesetz beschließen werden. Und das Dritte, was wir brauchen, das will ich als Appell dalassen, meine Damen und Herren, denn da brauchen wir auch alle Partner, ist, dass wir nicht nur morgen ein modernes Einwanderungsgesetz beschließen werden im Kabinett, was längst überfällig ist, sondern dass wir es mit Leben erfüllen. Bis 2035 werden wir nach dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, wenn wir nicht alle inländischen Register ziehen, wenn wir nicht die Potenziale auch für Produktivitätsfortschritte nehmen und wenn wir nicht nennenswert deutlich mehr qualifizierte Einwanderung organisieren, 7.000 Arbeits- und Fachkräfte in Deutschland, 7 Millionen Arbeits-, 7.000 würden wir hinkriegen, aber 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte zu wenig haben bis 2035. Und deshalb will ich zum Einwanderungsgesetz nur hier lassen, und ich weiß, ich renne da bei den meisten von Ihnen offene Türen ein, dass es nicht reicht, ein liberales Gesetz zu schaffen, das werden wir, sondern dass wir auch da mit den Verfahren vor allen Dingen schneller werden müssen. Das betrifft den Staat, das geht von Visumserteilungen bis zur Berufsanerkennung. Das werden wir alles mit Hochgeschwindigkeit machen müssen,
Weil stellen Sie sich mal vor, dass alle klugen Köpfe auf der Welt nach Deutschland kommen wollen und wir ein tolles Gesetz haben und Sie so lange warten müssen, dass Sie keine Lust mehr haben, weil Sie in der deutschen Botschaft kein Einreisevisum bekommen. Und sowas ist leider Realität heute. Es wird deshalb so sein, dass wir digital durch ein Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten die Auslandsvertretungen von Brandenburg an der Havel aus weltweit entlasten wollen. Aber wir brauchen noch mehr, meine Damen und Herren. Die Vorstellung, dass alle klugen Köpfe und übrigens auch helfenden Hände nach Deutschland kommen wollen, ist ja leider eine Illusion. Schon allein unsere schöne deutsche Sprache ist eine Restriktion im Wettbewerb um kluge Köpfe auf der Welt. Nur 100 Millionen Menschen auf der Welt haben als Erstsprache Deutsch. Und übrigens 80 Millionen wohnen schon bei uns. Und jetzt habe ich übrigens alle Bundesländer mitgerechnet, was die deutsche Sprache betrifft. Und ein paar wohnen in Österreich und ein paar in der Schweiz. Also wir sind, was die Konkurrenz zu angelsächsisch sprechenden Ländern, zu Frankophonen und Spanisch sprechenden betrifft, haben wir einen natürlichen Wettbewerbsnachteil. Und dann kommt noch eins hinzu, das Wetter ist hier nicht immer so schön. Aber jetzt ganz im Ernst, wir haben auch Stärken und wer sie nicht glaubt, der muss mal mit Unternehmen reden und mit Beschäftigten, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Ich war vor kurzem hier in Dahlewitz vor den Türen Berlins bei Rolls-Royce, einem Turbinenhersteller für die Luftfahrtindustrie. Übrigens auch in der Transformation, sehr forschungsintensiv. Ein 2000 Mann starkes Unternehmen im Brandenburgischen mit Menschen aus 50 Nationen. Und wenn wir für eine Kampagne sorgen wollen, dass Menschen zu uns kommen, muss man diese Menschen sprechen lassen, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Und die sagen Dinge, die uns selbst schon gar nicht mehr bewusst sind. Mit einer Chinesin gesprochen, die hat gesagt, ich bin übrigens der Ausbildung wegen nach Deutschland gekommen. Fachhochschulen oder wie es heute so schön heißt, Hochschulen für angewandte Wissenschaft, sowas haben wir da nicht in der Form. Aber ihr habt das, deshalb bin ich hier und ich bin hier hängen geblieben. Da war ein Mann aus Großbritannien, der hat gesagt, natürlich bin ich gerne bei Ihnen, Sie haben stabile politische Verhältnisse, jedenfalls gemessen an meinem Land. Da war ein anderer, das wird nicht allen gefallen aus der Wirtschaft, der sagte, aber in Deutschland gibt es wenigstens geordnete Arbeitsverhältnisse, da gibt es auch mal Feierabend. Also Sie müssen nicht alles unterschreiben, aber was ich damit sagen will, die Anwerbekampagne wird nicht allein eine Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sein, die Make it in Germany heißt, sondern wir müssen gezielt in die Länder mit der Wirtschaft gemeinsam, in denen wir qualifizierte Fachkräfte vermuten, wir müssen anwerben, wir brauchen Anwerbestrategien, damit die Menschen auch kommen. Übrigens, das Ziel ist erreichbar. Jetzt von der Opposition gehört, 400.000 Fachkräfte im Jahr, das wird man gar nicht hinbekommen. Also erstens hatten wir vor Corona 2019 eine Nettozuwanderung übrigens von Arbeits- und Fachkräften, ich rede nicht von anderen Formen von Migration, aus der Europäischen Union, die lag schon bei 360.000. Also unerreichbar ist es nicht, aber es ist ambitioniert. Ich wollte die Bitte dalassen, meine Damen und Herren, dass Sie mithelfen, dass wir gesellschaftliche Akzeptanz haben für notwendige Fachkräfteeinwanderung. Die ist noch nicht ausreichend in Deutschland. Wir dürfen, um es in einem Satz zu sagen, qualifizierte Einwanderung nicht irgendwie nur bürokratisch hinnehmen. Wir müssen sie wollen, aus eigenem, pur eigenem Interesse. Und das muss sich in Deutschland rumsprechen. Und dafür brauchen wir die Multiplikatoren aus der Wissenschaft, die das wissen. Dafür brauchen wir die Stimme der Wirtschaft, die das wissen. Und dafür brauchen wir Politikerinnen und Politiker, die wissen, wenn wir Arbeits- und Fachkräfte holen, dann kommen nicht nur Arbeits- und Fachkräfte, sondern es kommen Menschen. Und wir müssen Integration anbieten und auch ermöglichen. Ich sage Ihnen, Deutschland, Westdeutschland hat in den 60er Jahren schon mal massiv in Zeiten der Vollbeschäftigung Arbeits- und Fachkräfte nach Deutschland geholt. Aber die Illusion war damals, die gehen wieder. Oder um es mit Max Frisch nochmal zu sagen, wir wollten Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Wir haben Integration weder angeboten noch verlangt. Und manche Integrationsprobleme von heute haben mit dieser Lebenslüge der alten Bundesrepublik Deutschland zu tun. Diesen Fehler dürfen wir nicht nochmal machen. Und deshalb sage ich Ihnen auch, wenn einige das politisch nicht glauben, ist es auch richtig, dass man Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben, die Gelegenheit gibt, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Das betrifft auch die Staatsangehörigkeit. Und wer es nicht glaubt, muss nach Kanada fahren. Oh, wie schön ist Panama und in Sachen Einwanderungspolitik, oh, wie schön ist Kanada, weil dieses Land beweist, mit anderen Instrumenten, mit anderen historischen Hintergründen, aber dass es eben geht, attraktiv zu sein für kluge Einwanderung. Und das will ich auch für Deutschland. Meine Damen und Herren, danke für Ihre Geduld. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich hoffe, ich habe dem Kanzler keine Schande gemacht. Es hat mich gefreut, bei Ihnen zu sein.
Ja, vielen Dank, Herr Minister, für Ihr Kommen, für Ihre Beiträge und auch, dass Sie jetzt noch bei uns sind. Ich war sehr froh, dass Sie Ihre Rede nicht mit ChatGPT beendet haben und auch, dass die Bundesregierung keinen Avatar geschickt hat, sondern Sie persönlich. Das gibt uns doch die Gelegenheit, mit Menschen, wie Sie zum Schluss gesagt haben, zu diskutieren. Vielen Dank dafür, auch für die kurze Zeit, die Sie zur Vorbereitung hatten. Und lassen Sie uns deshalb, kurze Zeit ist das Stichwort, auch einsteigen. Sie betonten ja sehr schön aus meiner Sicht, dass wir, wenn man zurückschaut auf Photovoltaik, Halbleiter, Batterien, zwar Spitzenergebnisse in Forschung und Entwicklung hatten, aber es verpasst haben zu skalieren, die wirtschaftlichen Bedingungen zu schaffen, dass diese Industrien, diese Technologien hier auch Wertschöpfung, dauerhafte Wertschöpfung und auch Beschäftigung erzielen können. Da ist Anschubfinanzierung notwendig, aber als die Ökonomen würden sagen, das Wichtigste ist funktionierende Märkte. Was tun wir jetzt, damit wir wirklich funktionierende Märkte bekommen? Denn auf Dauer ist ja eine Subvention oder eine Anschubfinanzierung nicht durchhaltbar. Können Sie dazu vielleicht was sagen? Ja, ich glaube, dass es zwei Sachen braucht. Erstens Planungssicherheit und zweitens Infrastrukturen. Und ich mache es jetzt mal aus dem Fehler der Vergangenheit des negativen Beispiels der Solarindustrie, die wir in Deutschland mal hatten, weil wir innovationsstark waren. Nach meiner Erinnerung haben wir sie dann so übersubventioniert, dass sich das mit der Subvention nicht in Innovation ausgezahlt hat. Und zwar so lange, dass andere genauso gut waren. Und dann haben wir noch auf einmal die Subvention so schnell weggezogen, dass alles zusammengebrochen ist. Also ich kann mich an dieses Stop and Go aus der EEG-Förderung, erst die Überförderung und dann, also Überförderung davor aus parlamentarischen Prozessen. Und dann weiß ich noch, das war, glaube ich, die Zeit, in der Peter Altmaier Umweltminister war. Das muss die Zeit der schwarz-gelben Regierung gewesen sein. Auf einmal ein rasanter Stopp und dann ein Zusammenbruch ganzer Strukturen. Wir haben Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren in diesem Bereich. So, aber das ist Geschichte. Das heißt, in der Ableitung jetzt, ein bisschen, das habe ich versucht deutlich auszuführen, wir müssen dafür sorgen, dass wir in diesen Jahren, also letztes Jahr und dieses Jahr, dafür sorgen, dass die großen Rahmenbedingungen zum Beispiel für das Thema Energie hier stehen. Ein Fehler war ja auch, dass wir in der Vergangenheit nicht genau beziffern konnten, wie viel erneuerbaren Strom brauchen wir eigentlich bis 2030, um jetzt mal die erste Etappe zu nennen. Wenn man aber nicht weiß, wie viel man dann braucht, kann man nicht zurückrechnend sagen, was man bauen muss und wie man Infrastrukturen ausbauen muss. Da haben wir viel Zeit verloren. Aber es war irre, dass einige Annahmen noch darauf basierten, dass wir vielleicht zukünftig weniger Strom brauchen, jedenfalls wenn man auf die Idee der Sektorkopplung aus Erneuerbaren kommt. Das ist jetzt, glaube ich, politischer Konsens, auch über Parteigrenzen hinaus. Das ist gesetzgeberisch auch fixiert. Und jetzt kommt es noch auf den Speed an, wie schnell wir diese Infrastrukturen hinbekommen. Und jetzt mal ein Beispiel von gestern. Ich war ja Gott sei Dank in der Nacht nicht in diesem Koalitionsausschuss, der heute noch tagt. Und ich musste auch nicht mit in die Niederlande. Aber dass, by the way, bei diesem Kurzbesuch in Rotterdam eine Sache mit auf den Weg gebracht wurde, die am Anfang auch schiefgelaufen ist, nämlich, dass man einen holländischen Staatskonzern in den Netzausbau der Übertragungsnetze reingelassen hat, der überhaupt gar keinen richtigen Anlass hatte, richtig schnell zu sein und jetzt darüber nachdenkt, als Staat übrigens mit 25% auch einzusteigen bei TenneT, ist etwas, was gestern auch vorangekommen ist. Also deshalb habe ich Hoffnung, dass wir sozusagen die Infrastrukturen und die Beschleunigung hinbekommen und damit Privatwirtschaft auch einen Rahmen geben für Investitionen. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, dass die Investitionen, die ich genannt habe in den verschiedenen Bereichen, vielleicht schon ein Wetterleuchten sind, dass einige das Zutrauen haben, dass wir trotz aller Untergangsszenarien das in Deutschland auch wuppen. Das hatte ich sehr wohl wahrgenommen. Sie haben ja vieles, Sie haben es selber anekdotisch genannt. Es ist vielleicht mehr als anekdotisch, sondern schon auch Systemkennzeichen. Dennoch die Nachfrage, dauerhaft werden sich neue Technologien auch im wirtschaftlichen Sinne Beschäftigung, Wertschöpfung durchsetzen, wenn die Märkte existieren. Ich wiederhole nochmal, und Märkte sind heute global. Laufen wir nicht immer ein bisschen Gefahr, bei den Regulierungen zu sehr deutsch zu denken? Brauchen wir nicht von vornherein einen größeren Blick auf Weltmärkte? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, unser Ziel ist ja nicht, dass wir das Klima in Deutschland alleine retten, sondern dass wir umgekehrt wird ein Schuh draus bei uns, das so hinkriegen, dass dadurch auch andere Märkte begreifen, dass wir das mit den Technologien übrigens hinkriegen können. Ein zweites Beispiel ist, wir haben ja nicht gleich immer alle Weltmärkte, aber wir haben beispielsweise den europäischen Markt mitzudenken. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei der Standardisierung und bei der Frage des Beihilferechts europäisch denken. Und das dritte ist, wir brauchen offene Märkte.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal eine früher über Handelspolitik gesprochen haben und das war so ein Expertenthema von so ein paar Freaks. Und dann hatten wir im Unbehagen über die Globalisierung wahnsinnige Aufregung über TTIP und dann sogar über CETA, also Angst vor Kanada. Gott sei Dank ratifizieren wir jetzt endlich als Deutsche auch dieses kanadisch-europäische Handelsabkommen. Die Konsequenz muss sein, dass wir gerade, damit wir nicht von einzelnen Wirtschaftsräumen und Märkten total abhängig sind, nicht Decoupling mit China betreiben, um es mal deutlich zu sagen. Das ist nicht unser Ziel. Das wäre ökonomischer Unsinn. Auf der anderen Seite ist eine einseitige Abhängigkeit in beiden Richtungen, was Märkte betrifft und auch Zulieferung, angesichts von politischen Risiken, die es gibt, die ich jetzt gar nicht benamsen will, gefährlich. Und deshalb war es dem Bundeskanzler in G7 im letzten Jahr in der Präsidentschaft sehr wichtig, sehr bewusst im Club der 7 Industrienationen und Demokratien, der es ja auch ist, nicht exklusiv zu bleiben, sondern aus allen Kontinenten aufstrebende Länder dazuzuziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir zum Beispiel Mercosur brauchen, also Südamerika in den Blick nehmen müssen, dass wir in Asien nicht nur auf Japan oder auf China fixiert sein sollten, sondern es auch andere aufstrebende Länder gibt, dass wir übrigens große Länder in Afrika nicht vergessen sollten, die ein riesen Bevölkerungswachstum haben. Also es ist wichtig, dass wir in der Handelspolitik, weil die WTO dysfunktional geworden ist, leider Gottes, dazu übergehen, dass Europa mehr und schneller auch faire Handelsabkommen mit anderen Ländern macht, um Märkte auch zu öffnen, die wir dann mit Produkten, Verfahren und Dienstleistungen, die wir bei uns produzieren wollen, auch erreichen können. Frau Benedikt, Herr Minister hat ja sozusagen Aufbruchssignale, Chancen gekennzeichnet oder bezeichnet und genannt. Wir haben ja als Motto Blockaden lösen, Chancen ergreifen. Wenn man mal kurz zu den Blockaden geht, Digitalisierung haben Sie ein bisschen ausgespart, da ist nach Statistiken, die man überall liest. Zuständig ist Kollege Wissing, ich wollte ihm nicht ins Handwerk fuschen. Die man überall liest, sind wir da eher unter den Schlusslichtern. Waren mal von Zuse, Nixdorf, Deutschland führend. Heute ist das einzigste wirklich weltweit präsente Unternehmen im Softwarebereich, Ihr Unternehmen, aus dem Sie kommen, SAP. Was sehen Sie für Blockaden und wo sind die Chancen, damit wir wieder mal in diese Position kommen, die Deutschland mal hatte? Also vielleicht, ich bin ja auch jemand, der sehr lieber nach vorne denkt und über die Chancen nachdenkt. Aber natürlich ist es so, wir hängen in der Digitalisierung an vielen Stellen zurück. Und die Ursachen kennen wir alle. Wir wissen, wir verlieren zu viele auf dem Weg zu MINT-Studien. Wir begeistern zu wenige Leute für MINT-Studien. Wir verlieren viele Leute, die dann bei uns studiert haben, tatsächlich in andere Länder. Und ja, wir haben tatsächlich natürlich auch in Sachen Startup-Kultur noch einiges zu tun. Wir haben einiges nachgeholt. Es gibt im Übrigen sehr viele gute Initiativen. Wir sind sehr dankbar, dass es die Digitalisierungsstrategie gibt. Wir sind sehr dankbar, dass es auch die Startup-Strategie gibt. Wir müssen sicherstellen, dass wir das auch alles richtig verzahnen. Und da kommen wir eigentlich auch zu den Chancen. Also ich glaube, was wir haben ist, Sie haben vorhin das so schön gesagt, Herr Minister, wir haben ja Mosaiksteine an ganz vielen Stellen. Und wir müssen jetzt, glaube ich, es wirklich schaffen, diese Mosaiksteine inzwischen auch wirklich zusammenzusetzen und wirklich auf die Stärken, die wir haben, eine hervorragende universitäre Bildung, ein hervorragendes Aus- und Weiterbildungssystem aufzusetzen, aber es entsprechend stärker zu machen. Und bei dem Stärkermachen kommen wir natürlich zu dem Thema, wie schaffen wir es besser, diese Verzahnung zwischen Wissenschaft, den großen Unternehmen, den Startups und der Politik hinzubekommen, dass wir Hürden abbauen weiterhin. Ein großes Thema für Startups ist nach wie vor hohe Komplexität bei Verwaltungsprozessen. Wenn wir ehrlich sind, das wissen auch große Unternehmen, die haben einfach nur mehr Leute, um sich damit zu beschäftigen. Aber es ist jetzt auch nicht unser beliebtestes Thema. Genauso aber eben auch natürlich dann die Wachstumsfinanzierung, die Sie auch angesprochen hatten, zur Verfügung zu stellen. Aber wir in der Wirtschaft sind genauso auch in der Pflicht, lebende Ökosysteme zu schaffen. Nämlich wirklich mit Startups gemeinsam wirklich Kundenzugänge zu ermöglichen. Wie schaffen wir es, unsere Technologien miteinander zu vernetzen, aufeinander aufzubauen? Und das sind Themen, die wir zum Beispiel jetzt bei SAP mit so einem Thema wie SAP I.O. machen, wo wir als ganz gezielt wirklich sagen, was sind interessante Startups, die wir auf unsere Plattform nehmen, die wir auch mit integrieren und denen wir Zugang geben tatsächlich zu unseren Kunden und wo wir auch eben wirklich mit Know-how, ob nun Marketing, Vertrieb oder auch Entwicklung unterstützen. Das ist eine Chance. Der andere große Teil, an dem wir echt dran müssen, ist, wir müssen schaffen, das Thema Fachkräftemangel, die Ressource, in Anführungsstrichen, Mädchen und Frauen für unsere MINT-Berufe zu heben. Und das ist ein Thema, an dem wir uns schon ganz lange die Zähne ausbeißen.
Ich glaube, das ist der Punkt, den wir hinkriegen müssen, weil das ist super wichtig. Und natürlich Fachkräfte aus dem Ausland holen ist die andere große Chance, die wir haben. So. Ich mache es im Telegrammstil, um Geduld da nicht zu überstrapazieren, aber 1972 fällt mir ein, war ein super Jahr. Also nicht nur, weil es ein tolles Wahlergebnis für eine sozialliberale Koalition gab oder weil ich da geboren bin, sondern weil es ein Start-up gab, das hieß SAP. Ist aber auch wie ich jetzt schon 50 Jahre alt. Und das zeigt ein bisschen das Problem. Also in der Weltspitze ein Unternehmen zu haben, das noch irgendwie digital mitspielen kann, ist zu wenig. Und ich glaube, die Frage, die uns beschäftigen muss, ist nicht nur die Frage von Förderung, die wichtig ist, und von Kulturen, die man haben muss. Der Ökonom Richard Florida hat mal drei Erfolgsfaktoren genannt für Start-up-Szenen, nämlich man braucht Technologie, Toleranz und Talente, also drei T's. Toleranz gehört übrigens auch dazu, also Weltoffenheit. Aber hier geht es um eine ganz andere handfeste Frage, nämlich wie gehen wir mit Regulatorik um, genau. Und zwar clever. Und da haben wir Fehler gemacht, aber wir haben auch ein paar Stärken. Ich will mal im digitalen Bereich eine Sache ansprechen, die in der Wissenschaft und Wirtschaft viele umtreiben. Wir haben eigentlich ein Grundrecht durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus einem Volkszählungsurteil von 1987. Das ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und daran kann ein Staat nicht vorbei. Das ist ein Grundrecht. Aber das damalige Urteil basierte auf der Idee von Datensparsamkeit, in diesem Fall des Staates. Man muss kein Experte oder keine Expertin zu sein, dass Datensparsamkeit und Big Data irgendwie in einem Spannungsverhältnis miteinander stehen, wenn man KI-Lösungen haben will. Und deshalb brauchen wir neue Konzepte für Datensouveränität. Das ist meine feste Überzeugung. Wir müssen in der Datenpolitik besser werden. Wir müssen alle Schätze, die wir in der Privatwirtschaft haben, das heißt übrigens für viele mittelständische Unternehmen auch kräftiges Umdenken, öffnen, und wir müssen Infrastrukturen dafür haben, und wir müssen es übrigens als Staat auch tun. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Bereich. Wir haben ganz wunderbare Datenschätze bei der Bundesagentur für Arbeit über die Frage, wie sich Arbeitsmärkte sehr spezifisch auch in einzelnen Regionen entwickeln. Und wir haben eine Transformation, in der wir erleben werden, dass zum Teil Arbeit nicht verschwindet, aber sich Tätigkeitsanforderungen verändern, in anderen Bereichen menschliche Arbeit durch KI auch ersetzt werden kann. Ich denke mal so an Handel, Bank und Versicherung. Und wir haben einen Bereich, in dem wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht nur mutmaßlich nicht geringer, sondern viel größer, soziale Dienstleistungsberufe, Gesundheit, Bildung, Pflege. Das heißt, Matching ist für uns ganz, ganz wichtig bei der Fachkräftesicherung und auch bei der Frage, wie wir es hinbekommen. Und unser Ziel ist, dass wir jetzt Gesetze übrigens auch so machen, dass wir nicht erst ein Gesetz machen und hinterher überlegen, was für eine digitale Schnittstelle brauchen wir noch, um es umzusetzen, sondern die Gesetze Digital by Design machen. Also zum Beispiel dafür sorgen, dass das besser funktioniert. Ich bin sehr dankbar, dass Sie noch den Punkt gemacht haben, Regulatorik und Infrastrukturen, weil ich höre manchmal zu sehr, dass wir glauben, Digitalisierung, das Allheilmittel ist Startups und jede Menge Startups. Nee, wir brauchen Strukturen, wir brauchen Infrastrukturen, wir brauchen Plattformen dafür. Im Übrigen würde ich auch ein bisschen widersprechen, dass SAP, das, ich habe es selber so genannt, das einzige Digitalunternehmen ist. Wenn Sie zu Siemens gehen, zu Bosch, zu anderen Firmen, werden Sie sehen, dass dort Digitalisierung viel breiter verstanden wird. Das ist auch richtig so. Herr Bundesminister, lassen Sie mich vielleicht noch ein bisschen versuchen, in Ihnen einen Konflikt, inneren Konflikt zu erzeugen. Sie haben gesagt, 3,5% für Forschung und Innovation. Die Bundesregierung steht dazu. Gleichzeitig sehen wir einen Bedarf, um Kostenexplosionen im sozialen Bereich zu adressieren, andere ehrgeizige Projekte der Koalition zu realisieren. Ich bin vielleicht kein guter Rechner, aber irgendwie für mich geht die Rechnung nicht auf. Es sei denn, man erhöht Steuern, das will auch keiner. Brauchen wir nicht andere innovative Konzepte zur Finanzierung dieser 3,5%? Ich sage mal ein paar Stichworte. Public-Private Partnership, auch wenn da manche Parteien ungern drüber gehen. Neue Konzepte, auch gerade im Bereich Bildung, die beschleunigen, die den Privatsektor hineinnehmen. Müssen wir da nicht mal heilige Kühe schlachten, um dieses 3,5%-Ziel zu erreichen? Also in der Allgemeinheit würde ich Ihnen ein paar Punkte recht geben und Sie auf ein, zwei, wie heißt das, ein Bias hinweisen. Also konkret, da wo Public-Private Partnership sinnvoll ist, sollten wir es auf jeden Fall machen. Also Joint Forces, Kräfte bündeln. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Die Anwerbestrategie für Fachkräfteeinwanderung, die muss ein Public-Private-Partnership sein. Das kann man nicht allein verstaatlichen. Das wird gar nicht funktionieren, weil die Unternehmen wissen, welche Leute sie brauchen.
und welche Qualifikationsanforderungen drin sind. Und der Staat muss mithelfen. Da bin ich für Public-Private Partnership. Es gibt Bereiche, da würde ich kein Public-Private Partnership zulassen. Zum Beispiel? Bei staatlichen Hoheitsaufgaben beispielsweise. Also ich bin nicht dafür, dass man ehrlich gesagt innere Sicherheit. Also, glaube ich, alle Meinungen. Aber wir sprachen ja Forschung und Innovation. Nee, bei Forschung und Innovation machen wir das täglich, glaube ich. Also die Forschungsaufgaben des Staates sind gewachsen, die müssen weiter wachsen. So, jetzt muss ich natürlich als Arbeits- und Sozialminister mal dagegen halten, welchen Begriff Sie von Sozialpolitik haben. Sie glauben, das ist irgendwie so verschwendetes Geld für irgendwelche armen Haschall und der Heil denkt sich dauernd. Das habe ich mir nicht gesagt. Nein, ich polemisiere jetzt, um es zu verdeutlichen. Sie haben gar nichts gesagt. Ich tue jetzt so, als seien wir Journalisten, ja? Also, das kann ich auch spielen. Vorstellung ist, überbordender Sozialstaat, der Heil denkt sich immer Neues an. Ich will Sie einmal zumindest nachdenklich machen. Es war in der Covid-Krise der Sozialstaat, der Unternehmen und Beschäftigten geholfen hat. Das Stichwort hieß Kurzarbeit. Es hat zur Fachkräftesicherung beigetragen. Es hat Menschen geholfen, in Arbeit zu bleiben. Es hat Brücken gebaut. Es hat keine Zombie-Unternehmen gewässert, sondern es hat mitgeholfen, dass Unternehmen Arbeitskräfte an Bord halten können. Es hat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Wenn ich selbstkritisch bin, was unseren Sozialstaat betrifft, dann will ich Ihnen aber zwei Dinge einräumen. Unser Sozialstaat ist zu nachsorgend. Das heißt, wir geben sehr, sehr viel Geld für Sozialleistungen auf, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir reden über Fachkräftesicherung und haben 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne jede Ausbildung. Und wir reden über Fachkräftemangel und verlieren 45.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr ohne Schulabschluss. Genau. Und ich sehe die alle später wieder im Jobcenter und die kriegen dann Bürgergeld, weil 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine Berufsausbildung haben. Also zwei Dinge will ich in unserem Sozialstaat mobilisieren und modernisieren. Erstens stärkere Vorsorge und zweitens auch stärkere Digitalisierung. Das ist ein wahnsinnig verkrautetes System, wo Menschen zum Teil gar nicht die Unterstützung bekommen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben bringen. Und jetzt kriegen Sie einen Satz, der vielleicht für einen Sozi in den Ohren von Leuten, die Sozis gar nicht so gut kennen, ungewöhnlich klingt. Die Qualität des Sozialstaats bemisst sich nicht allein an der Höhe des sozialen Transfers im Risikofall, sondern an der Qualität, Menschen in ein Leben zu bringen, wo man nicht abhängig ist von staatlichen Leistungen. Das ist mein Begriff von Selbstbestimmung, von Sozialstaat. Aber eins will ich Ihnen mit Helmut Schmidt sagen. Der Sozialstaat, der soziale Rechtsstaat, ist eine der besten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Und den werden wir auch nicht aufbauen, den werden wir in der Transformation brauchen, übrigens zur Fachkräftesicherung, um eine Gesellschaft, die radikale Veränderungen aushalten können muss, auch gesellschaftlich zusammenzuhalten. Das ist meine Überzeugung. Vielen Dank. Ich würde gerne die letzte Frage an Frau Bendig richten. Frau Bendig, der Minister hat ja gerade meines Erachtens sehr schöne Richtung aufgemacht, dass wir vordenken müssen, vorsorgen müssen, würde der Mediziner sagen, anstelle heilen als Richtung des Sozialstaates. Ich vereinfache keine jetzt. Namensspiele bitte. Nein, habe ich. Ich habe das mal mit Peter Ramsauer erlebt, der hat gesagt, ich sei General Unheil. Da habe ich gesagt, haben Sie auch gemacht, Herr Minister. Aber wenn wir diese Vorsorge, Sie sprachen von, dass, wie kriegen wir mehr Frauen in MINT? Generell sind ja unsere MINT-Zahlen rückläufig. Es sind ja nicht nur Frauen, dass weniger Frauen. Generell haben wir immer weniger Menschen, die bereit sind, an den technischen Lösungen, die wir für die Transformation brauchen, mitzuarbeiten. Die Menschen fordern es ein, sie wollen es haben, aber immer weniger sind bereit, einen Beruf in dieser Richtung zu ergreifen. Das ist doch ein Riesenproblem. Sie können es ja als SAP noch lösen, Sie können weltweit gehen. Ja. Aber was macht der deutsche Mittelständler vor Ort? Haben Sie da Rezepte? Ja, da kommen wir natürlich zurück. Also ich glaube, Vorsorge ist ja tatsächlich breit. Also ich würde es gerne breit aufstellen. Das eine ist, wie schaffen wir es tatsächlich, möglichst viele sehr früh in der Schule schon zu begeistern für die Möglichkeiten von MINT? Jetzt mal unabhängig von Frau oder Mann oder Mädchen oder Junge. Und da kommen wir auch zu den Themen, was sind denn die Möglichkeiten in Deutschland, dann dort wirklich auch spannende Dinge zu schaffen. Und da kommen wir auch zu Themen, ich glaube schon, wenn wir dann über Sachen nachdenken, wie zum Beispiel, was sind Datenstrategien, was machen wir zu wichtigen Bereichen wie künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Themen. Auch das sind ja Themen, die man irgendwo auch sehen muss als Leuchttürme, die da sind. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Themen, an denen wir arbeiten müssen. Und dann müssen wir gleichzeitig einfach dran arbeiten, ganz praktisch in der Schule, Ausbildung der Lehrer. Großes Thema. Zweites großes Thema, eben wie schaffen wir es dann wirklich, diese Begeisterung eben wirklich zu wecken für, was kann man denn wirklich mit MINT-Fächern alles erreichen und warum ist eigentlich in diesen Fächern so viel drin, was die Zukunft dieser Welt eigentlich tatsächlich ausmacht. Und dann, glaube ich, wirklich weitergehend tatsächlich auch dann zurück zu dem Thema Fachkräfte aus dem Ausland. Wie schaffen wir es tatsächlich, dort attraktiv zu sein als Land? Ich glaube, Sie haben absolut recht, wir alle sind in der Pflicht. Das eine ist, dass wir die Einwanderung ermöglichen. Das andere ist,
dass wir dieses Land wirklich attraktiv machen für diese Menschen, für hochqualifizierte Menschen, die sich überlegen, ob sie hier hinkommen. Und da haben wir viele Dinge. Internationalisierung in unserem Umgang, Weltoffenheit, Toleranz, Sie haben es eben genannt. Da gibt es ganz wichtige Punkte, an denen wir genauso arbeiten müssen. Und ja, am Ende des Tages müssen wir sicherstellen, dass wir alle Reservoire heben, dass wir über unkonventionelle Berufswechsel auch nachdenken. Wir haben etwas gemacht, hier in Berlin gibt es etwas, das nennt sich School 42, was im Prinzip so ein Umsteiger, man könnte sagen, eine hochqualifizierte Umsteigerausbildung für Leute ist, die in Richtung IT gehen wollen aus anderen Berufsbereichen. Auch für sowas müssen wir uns öffnen, weil auch dann schaffen wir es, weitere Reservoire aufzumachen. Minister? Zwei Gedanken dran. Also zum einen werden wir, weil Sie nach kleinen mittelständischen Unternehmen sprechen, die alle nicht so eine große HR-Abteilung haben wie Weltkonzerne, wir werden denen helfen durch Weiterbildungsverbünde, auch dadurch, dass wir Weiterbildungsinvestitionen unterstützen, um Fachkräftesicherung zu betreiben. Aber Frau Bendig hat vollkommen recht, das größte inländische Potenzial ist die Erhöhung der Frauenerwerbsbeteiligung. Die ist über die letzten Jahre in Deutschland erfreulich dramatisch gestiegen, aber nicht im Arbeitsvolumen. Da haben wir immer noch sehr viel ungewollte Teilzeit. Wenn es nur gelänge, das Arbeitszeitvolumen mal um 10% in diesem Bereich zu steigern, durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen, dann wären das im Äquivalent 400.000 qualifizierte Frauen am Arbeitsmarkt mehr, die schon hier sind, ohne Einwanderung. 400.000. So, das ist, glaube ich, etwas, woran wir arbeiten müssen. Also alle Register ziehen heißt eben auch das. Und dazu, da bin ich Frau Bendig sehr, sehr dankbar, weil Sie den Ball aufgegriffen haben. Wir brauchen in diesem Jahr, weil Rechtspopulisten versuchen, das zu verhetzen. Ich glaube, in allen Regionen in Deutschland ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht nur inländische Potenziale ausreichend haben. Die müssen wir immer auch heben. Und wir werden bei der Einwanderungspolitik bei aller Liberalität ein, zwei Restriktionen haben. Keine Einwanderung in die Sozialsysteme und keine Einwanderung auch zur Lohndrückerei, sonst haben wir die Akzeptanz nicht. Aber sonst brauchen wir, wie gesagt, eine Gesellschaft, die open-minded ist, die das will, die das auch weltweit bekannt macht. Wenn Menschen Angst haben, in bestimmte Regionen Deutschlands zu kommen, weil sie sich hier nicht wohlfühlen, dann bleibt das alles gequasselt mit der notwendigen qualifizierten Zuwanderung. Und dafür bitte ich um Unterstützung. Das müssen wir laut sagen. Wir haben auch andere politische Kräfte. Und es sind leider nicht so wenig, wie wir manchmal uns wünschen. Und ich glaube, diese Unterstützung haben Sie sowohl von Wissenschaft und Wirtschaft. Das ist ja im ureigensten Interesse. Das kann ich Ihnen, glaube ich, zusichern. Sie müssen nur lauter werden. Stichwort lauter werden. Ich muss jetzt auch noch mal lauter werden. Wir hatten gestern, Herr Minister, das habe ich versprochen den jungen Leuten, wir hatten gestern 40 junge Unternehmen im Stifterverband, die uns unter dem Motto Blockaden lösen, Chancen ergreifen, ihre Themen geschildert haben. Und ich habe versprochen, etwas an die Bundesregierung weiterzugeben. Das möchte ich jetzt auch gerne tun. Und beispielsweise, was Sie erwähnten, KMU innovativ. Gute Instrumente. Aber wörtlich, ich zitiere einen jungen Unternehmer, wir haben gute Instrumente, aber wir haben genauso viele Instrumente, mit denen wir uns wieder von hinten in den Rücken schießen. Stichwort war, ich bekomme Geld, darf aber niemanden einstellen, der gegen das Besserstellungsverbot oder dagegen bei einer klinischen Studie dagegen im Widerspruch steht. Und das sind zig Beispiele gewesen. Das heißt, dieses Thema, wir lösen etwas, aber haben gleichzeitig noch jede Menge Bremsklötze in Form von anderen, auch anderen Ministerien, anderen Regelungen vorliegen. Wer guckt sich das mal gesamtheitlich an? Das war die Frage, die uns die jungen Leute mitgegeben haben. Die würde ich gerne bei Ihnen platzieren. Sie müssen sie auch jetzt nicht beantworten. Aber wenn Sie eine Lösung haben, wäre ich natürlich sehr dankbar. Keine Patentlösung. Wir müssen, glaube ich, in der Demokratie immer dazu übergehen, dass es nicht die eine Lösung gibt und dass man unterschiedlicher Meinung zu einzelnen Themen sein kann. Kein Mensch verteidigt überflüssige Bürokratie. Aber was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte sind und was als Bürokratie auf der anderen Seite empfunden wird, ist nicht immer dasselbe. Also wenn wir über Flexibilität reden, will ich einen Vorschlag machen, wie wir es auflösen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Arbeits- und Sozialrecht lockern in Deutschland unter einer Prämisse, dass das fair in den Betrieben zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt wird. Ich möchte als Staat in der Transformation nicht alles über Gesetz im Detail regeln, was diese Bürokratie mit sich bringt. Aber dann brauchen wir Checks and Balances. Aber dafür unterbrechen, ein junges Unternehmen hat keinen Gewerkschaft, hat das nicht. Es geht um junge Unternehmen. Dann sollte man sich vielleicht mit der Frage auseinandersetzen, ob auch junge Unternehmen wissen, dass Flexibilitätsanforderungen von Unternehmen und Flexibilitätsbedürfnisse von Geschäften auch in der neuen Arbeitswelt nicht immer dasselbe sind. Mir geht es ja nur darum, dass man einen fairen Interessenausgleich organisiert. Also ich kann mir vorstellen, wenn man
darüber redet, ob wir über Mitbestimmung reden oder Sozialpartnerschaft, dass wir das incentivieren können, um staatlichen Rahmen zu lockern. Das kann ich mir vorstellen, weil ich ein Interesse daran habe, dass wir nicht so reformunfähig werden wie Frankreich, wo es diese Form von Sozialpartnerschaft nicht gibt. Selbst in den USA redet mein noch Arbeitsministerkollege und die Biden-Administration über das Projekt Empower, wo es um die Incentivierung von Sozialpartnerschaft für Transformation geht. Und ich finde, das ist ein sehr moderner Gedanke. Das heißt, man muss Wandel im Unternehmen aushandeln können. Und dabei bin ich bereit, auch als Gesetzgeber nachzulassen. Was mir Sorge macht, ist, dass nur noch 52% der Unternehmen in Deutschland tarifgebunden sind. Das heißt, wir müssen darüber reden, nicht, dass wir das verordnen können, das ist alles Tarifautonomie, aber dass wir den Rahmen so setzen, dass Sozial- und Betriebspartner die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen und nicht der Staat in so einer Transformation der Gesetze schon nach einem Jahr vielleicht nicht mehr aktuell sind, versucht bei Verwerfung alles im Detail zu regulieren und zu normieren, das wäre mir wichtig. Sie geben mir die Adresse von dem jungen Mann und bekommen Sie, setze mich mit ihm zusammen. Herr Minister, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Frau Bendig, herzlichen Dank. Wir würden gerne jetzt noch mal 10 Minuten nutzen und einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja so reingesprungen ins Thema. Sie wissen selber, wie das ist. Die sozusagen Terminkalender der wichtigen Gäste sind auch nicht immer flexibel. Deswegen haben wir diesen Impuls auch von Minister Heil am Anfang gehabt, aber wir würden jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und die Stimmen und Perspektiven der Partner zu dem heutigen Tag einfangen. Und da bitte ich jetzt zu mir Uwe Kantner als Vorsitzender der EFI-Kommission, Michael Kaschke als Präsident des Stifterverbandes, Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung und Gerald Haug als Präsident der Nationalen Akademie Leopoldina, und ich gehe dahin. Genau. Wunderbar. Ist ein bisschen seltsam, sich so mit dem Rücken zu Ihnen allen zu setzen, aber freue mich, dass wir jetzt nochmal die Chance haben, auch nochmal aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Partner, vielleicht kurz das nochmal nachzureflektieren, was wir gehört haben, aber vor allem auch den Rahmen setzen für den Rest des Tages. Und Georg Schütte, ich fange vielleicht mal mit dir an. Wir haben eben ein bisschen ein Bild des Aufbruchs gezeichnet bekommen. Das war so ein Bild, was Minister Heil auch bemüht hat. Was nimmst du mit aus diesem Impuls? Ich habe den Vortrag gehört und versucht einmal zu reflektieren im Lichte dessen, was wir im vergangenen Jahr hier diskutiert haben. Damals war unser Motto Innovationspolitik nach der Zeitenwende. Und wir haben im Anschluss 9 Punkte veröffentlicht. Der erste war, Forschungs- und Innovationspolitik ist Gesellschaftspolitik. Und deswegen das Erste, was ich mitnehme aus der Rede von Herrn Heil, ist der Hinweis, wir gestalten Transformation unter Bedingungen einer Demokratie. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch ein Koalitionsausschuss so lange braucht, weil wir in dieser Transformationsphase, wo wir im vergangenen Jahr die aktuellen Herausforderungen, ein menschenrechtswidriger und verachtender Krieg in der Ukraine unter anderem, da haben wir damals die aktuellen Herausforderungen diskutiert. Wir kommen jetzt dahin, der Krieg betrifft uns immer noch, aber wir diskutieren die langfristigen Herausforderungen einer Transformation. Und die sind unter Bedingungen der Demokratie nicht mehr einfach zu lösen. Wir müssen jetzt schmerzhafte Schritte und auch Ziel- und Interessenkonflikte beginnen zu lösen, unter Bedingungen der Demokratie. Erster Punkt, nicht einfach. Zweiter Punkt, das muss schneller gehen, und das ist unser Thema heute. Die Aushandlungsprozesse sind notwendig, aber wir haben nicht endlos viel Zeit. Und was heißt das unter anderem auch? Wir haben mitbekommen eben das Commitment, dritter Punkt, zu 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Innovation. Das hinzukriegen ist ein gemeinsamer Kraftakt. Das bedeutet auch, dass es ein politisches Commitment braucht. Es braucht aber auch ein neues Commitment innerhalb der Wissenschaft. Wir können auch dort nicht weitermachen wie bisher. Auch dort wird es Prioritätenentscheidungen geben. Es gibt Zielkonflikte. Und wir müssen aufpassen, drittens, dass Wissenschaft nicht unter die Räder der Administration gerät. Die Skandalisierung von Bundesrechnungshofberichten, die dann zum Fundamentalschaden für die Wissenschaft werden, das darf nicht passieren. Und der letzte Punkt,
Staat als Freiheitsgarant, auch das haben wir im vergangenen Jahr gesagt, wenn wir sehen, dass der demografische Wandel insgesamt zum Fachkräftemangel führt, dann müssen wir auch überlegen, wie ein öffentlicher Dienst noch zukunftsfähig ist, der momentan wächst und künftig von immer weniger Menschen auch finanziert werden will. Und wenn ein öffentlicher Dienst nicht gestaltend wird, sondern beginnt, ein Regelwerk, wie Herr Kaschke es am Ende gesagt hat, zu einem Wirrwarr zu machen, dann wird er kontraproduktiv. Also auch da ein Aufbruchssignal mitzunehmen bei den vielen, die kreativ auch in diesem Sektor arbeiten. Ich glaube, auch das ist ein wesentlicher Punkt. Vielen Dank. Uwe Kantner, wir haben auch gehört bei Herrn Hall, dass sozusagen die Krise jetzt ja auch Chancen gebracht hat. Also in der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, LNG-Terminal war ein Beispiel, Reduktion des Energieverbrauchs und ähnliche Themen. Was lernen Sie daraus und welche Chancen kann sich Deutschland auch durch die Transformation erschließen? Ja, der Bundesminister hat ja schön erklärt, wie schnell der Staat reagiert hat und wie man zu Lösungen gekommen ist, die auch akzeptabel waren, die uns ganz gut durch diese zwei Krisen gebracht haben. Wir müssen aber bedenken, das sind zwei exogene Schocks gewesen. Nahezu über Nacht ist das gekommen und dann haben wir relativ gut reagiert. Diese exogenen Schocks werden in Zukunft auch wieder kommen. Wir können zuversichtlich sein, dass wir das auch wieder schaffen. Es gibt aber Krisen, die wir jetzt schon absehen können. Die Klimakrise, die ökologische Krise und die Krise auch bei den Kerntechnologien in Zukunft, vermute ich mal. Wir hatten letztes Jahr ein Kapitel ja zu Schlüsseltechnologien, wo wir klar aufgezeigt haben, dass in drei von 13 Schlüsseltechnologien Deutschland mithalten kann, bei den anderen zukünftig eher nicht. Das ist die nächste Krise, ist eine ökonomische Krise, die uns möglicherweise Wirtschaftskraft nimmt, um die größten ökologischen und Klimakrisen letztendlich auch zu bewältigen. Wir können natürlich nun diese Agilität des Staates, ich will das mal nur in einem Wort festmachen, können wir schon versuchen zu übernehmen. Wir müssen sie aber implementieren in unsere Strukturen und Prozesse. Und ich bemerke eigentlich schon, dass die Politik wieder zurückfällt in den alten Modus. Diese Agilität von damals verfällt langsam und die Abstimmungsprozesse werden wieder komplizierter. Wir haben im aktuellen Gutachten einen Vorschlag gemacht zur neuen Strukturierung der Forschungs- und Innovationspolitik mit einem Regierungs- oder Zukunftsausschuss auf höchster Ebene, auf Kanzlerebene, mit ressortübergreifenden Missionsteams, mit einer Reformierung der Projektträgerstruktur, um diese Agilität zu erhalten und um sie dann auch durchzusetzen. Heute Nachmittag später werde ich noch etwas zur Operationalisierung dieser Aktivitäten sagen im Rahmen der Gesundheitswirtschaft, der Digitalisierung. Aber das muss jetzt schnell angegangen werden. Wie gesagt, es darf nicht passieren, dass wir in den alten Trott, wenn ich es mal etwas salopp ausdrücke, dass wir den alten Trott zurückfallen, weil dann haben wir nichts gewonnen. Die Krisen stehen vor der Tür, wenn wir nichts tun. Vielen Dank. Also sozusagen auch jenseits von exogenen Schocks diese Art von Veränderungsgeschwindigkeit auch beibehalten. Wir kommen nachher nochmal in der Tat in der Runde zur Gesundheit, konkreter auch auf die Ideen der EFI zurück. Herr Haug, die Leopoldina hat sich ja wiederholt zum Thema Umbau des Energiesystems geäußert. Die Orchestrierung bleibt, es geht ein bisschen auch in Ihre Richtung, oder die Umsetzung bleibt auch immer eine Frage der erfolgreichen Orchestrierung von solchen Veränderungsprozessen. Wo sehen Sie jetzt auch vor dem Hintergrund der Erfahrung im letzten Jahr mit Ihren Empfehlungen die größten systemischen Barrieren? Ja gut, zum einen in der Geschwindigkeit. Wir haben dem Papier den Titel gegeben, den kritischen Zeitpunkt nicht verpassen. Wir sind uns ja alle einig, wir wollen 2045 klimaneutral sein. Das kann man auch schaffen. Aber der Weg dahin, das ist dann doch eine sehr spannende Diskussion. Also die Leitideen für die Transformation des Energiesystems heißt das. Robert Schlögl wird es nachher vorstellen. Ich will dem nicht vorgreifen, möchte zwei Punkte ganz kurz herausheben. Punkt 1 hatten wir genannt, ein systemisches Kohlenstoffkreislaufmanagement etablieren. Das heißt dann auch, bis dahin viele Gigatonnen in einen Kreislauf Carbon Capture and Use zu bringen. Das U für Use heißt natürlich, dass wir zum Beispiel Dinge wie Methanol machen und daraus kann man E-Fuels machen. Also sich im Moment politisch über E-Fuels zu verstreiten, ist vollkommen unsinnig. Wir werden nie eine Verkehrswende schaffen ohne einen technologieoffenen Aspekt, Ansatz. Und das gehört natürlich auch dazu. Das Zweite ist Klimapolitik europäisch und ressortübergreifend gestalten. Auch da sehen wir
großen Diskussionsbedarf. Wir hatten da von Herrn Heil, aber diskutieren es auch intensiv, gerade diese Probleme des Ressortübergreifenden gefunden. Und in diesem Kapitel sind natürlich ein zentraler Ansatz vertieft zur Grundlage gesetzt. Und zwar verfolgen wir marktwirtschaftliche Ansätze. Ein CO2-Preis, klar, sofort mit sozialem Ausgleich, kontrastierend, Überregulierung, Riesenproblem. Und auch leider der Verbotsdiskussion, die wir gerade sehen, die für uns wenig Sinn macht. Also dieses Building on Strengths hatte Herr Heil schon erwähnt. Die Technologieoffenheit wird hier, wie wir das immer tun, betont. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass diese Wumse auch einen etwas investiveren Charakter hätten. Und möchte zum Schluss noch eine Lanze brechen, natürlich hier als Max Planck sitzend für die Spitzenforschung. Wir sind hervorragend divers aufgestellt in Deutschland. Und erlaube mir mal aus gegebenen Anlass, ich möchte mal Fraunhofer hochleben lassen als Max Planck. Das ist ja vorhin die McKinsey getroffen, die lassen Boston hochleben. Wo wäre Deutschland ohne die Innovationen Fraunhofer gemeinsam mit der Industrie? Das ist ganz, ganz zentral. Also wirklich mal der Blick auf die Innovationskultur in diesem Land und am Schluss natürlich auf die jungen, tollen Menschen an den Universitäten. Auch da kann mehr passieren. Das ist das Wichtigste, was wir haben, diese herausragenden jungen Menschen. Also ich wünsche mir eine neue Ermöglichungskur, ein Yes, we can, und hoffe, dass der Geist hier aus dem Forschungsgipfel so ein bisschen ins Kanzleramt rüberstrahlt. Okay, das ist fast schon die Antwort auf meine zweite Frage, aber vielleicht doch noch mal in einem Satz. Wann wäre für Sie der Forschungsgipfel ein Erfolg heute Nachmittag gewesen? Na gut, wenn viele Dinge, die wir heute diskutieren, die ja eben in dieser Ermöglichungskultur, eben auch genau in diese politische Diskussion, die für uns kaum mehr nachvollziehbar ist, in einigen der Hauptstreitpunkte, eben diese Technologieoffenheit, diese Ermöglichung, die dann doch manchmal sehr stark ideologisch auch punktiert ist, was ja nun uns nicht wirklich zu den Klimazielen, die pressieren. Das 2-Grad-Ziel ist in 10 Jahren verloren. Und ich sagte 2-Grad-Ziel. Also da muss man so ein All-In machen an ganz vielen Aspekten. Ob das jetzt eine große Netzinitiative ist, sind ja alle letzte etwas marode und so weiter und so weiter. Das einzelne Windradl ist wichtig. Aber Robert Schlögl wird diesen gesamtsystemischen Ansatz nochmal ganz klar herausarbeiten. Mhm. Vielen Dank. Herr Kaschke, wir haben jetzt mehrmals gehört, Beschleunigung und Ziele erreichen in der sich vorgenommenen Zeit. Eine Klammer für die Diskussion heute ist ja auch das Thema Roadmapping. Vielleicht mögen Sie noch mal aus Ihrer Sicht sagen, was ist eigentlich damit gemeint und warum finden Sie das auch für die Diskussion heute so relevant? Ja, ich möchte gerne anknüpfen an das, was Herr Kantner sagte. Natürlich, Herr Heil hat es ja erwähnt, können wir jetzt stolz sein und auch anerkennen, mit welcher Geschwindigkeit wir jetzt LNG-Terminals gebaut haben. Aber für mich ist das nicht das Maß für Beschleunigung, weil das ist eine Beschleunigung, Sie haben es exogener Schock genannt, ich sage es mal ein bisschen einfach, wenn der Tiger hinter einem läuft, läuft man etwas schneller halt, das ist passiert. Aber es kommt darauf an, schnell zu laufen vor den anderen, im Wettbewerb, im globalen Wettbewerb, das ist die Frage. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir da Konzepte, Methoden haben in Deutschland, auch vielleicht an der richtigen Stelle mit dem richtigen Mandat ausgestattet, wo diese Art von längerfristiger, nachhaltiger Beschleunigung erreicht werden kann. Wir werden ja jetzt auch gleich das Beispiel Gesundheitswirtschaft etwas näher beleuchten unter diesem Gesichtspunkt, wie man da beschleunigen kann. Da sind wir auch, ich habe es ein bisschen einfließen lassen, ein absolutes fast nicht ganz Schlusslicht, vorletzten Platz, aber immerhin. Und das ist eben nicht erwähnt worden als Chance für Deutschland. Ist aber eine Chance und eine Notwendigkeit. Und wir sehen dort keine Beschleunigungsformel. Und uns geht es darum, der Stifterverband hat ja mit McKinsey auch, liegt hier aus, ein kleines Diskussionspapier veröffentlicht, wie man auch in Abwesenheit von exogenen Schocks erkannt, denn das ist, bin ich bei 100% bei Ihnen, das ist die entscheidende Frage. Schaffen wir es jetzt als Gesellschaft, auch wenn mal die Schocks nicht kommen, oder kontinuierlich weiter Beschleunigung zu erzielen? Und ich glaube, das ist ein Thema, was ich heute den ganzen Tag durch diesen Forschungsgipfel ziehen wird. Und ich würde es dann als Erfolg ansehen für diesen Forschungsgipfel, wenn die Methoden, die Vorschläge zu einer Beschleunigung in Form von Roadmaps, von strukturierten Vorgehensweisen,
Katalysatoren, die definiert werden für diese Beschleunigung der Roadmaps. Wenn diese Methoden Eingang finden in die Diskussion mit der Politik, vielleicht auch ins Kanzleramt, wie Herr Haug sagte, ich denke, das wäre wichtig, das wäre das Ziel für den heutigen Tag. Wenn wir ein Stückchen davon erreichen, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Wunderbar, dann schauen wir heute am Ende nochmal, wo wir gelandet sind. Vielen Dank an Sie vier für Ihre Erwartung auch an den heutigen Tag. Jetzt kommt die gute Nachricht. Wir haben jetzt trotzdem noch eine Kaffeepause und die machen wir bis Viertel vor, aber um Viertel vor, nee, bitte? 40, aha, okay, schnelles Kaffee trinken. 40 legen wir wieder los und dann fangen wir wirklich vielleicht zu Viertel vor an. Wir kommen dann zurück und sprechen dann über das Thema Gesundheit. Wir freuen uns drauf. Also schönes Kaffee trinken, 20 vor geht's weiter.